42. Und zwar handelt es sich dabei um ein Netz zwischen Hackerspaces. Wofür brauchen Sie ungefähr sowas? Primär war es halt geplant, dass man halt auf irgendein Gerät von zu Hause oder sonst woher zugreifen kann. Heute wird es der Raspi sein, früher waren es andere Geräte. NAS ist halt doof, macht keinen Spaß. Und man kann natürlich dann auch Hackerspaces miteinander verbinden, das war so die Grundidee. Ja, dazu nutzen wir bestehende Werkzeuge, also um mal den Hackerspace mit dem anderen zu verbinden, kann man, gibt ja diverse VPN-Verbindungen, diverse VPNs, auf der die man da verwenden kann. In dem Beispiel OpenVPN oder IPsec. Mich würde es nicht wundern, wenn demnächst Hetzner VLANs schaltet, über die man dann direkt arbeiten kann. Denn ein großer Teil der Infrastruktur läuft inzwischen bei Hetzner. Gut, dann müssen wir irgendwie noch die Routen austauschen. Also dann, wer weiß, uns über eine Registry, die man halt selbst verwalten, Netze zu. Und dann müssen wir halt auch irgendwie die Netzinformationen verteilen. Das kann man manuell machen, das macht aber keinen Spaß. Dafür gibt es ja Routing-Protokolle, wie es die normalen Provider draußen auch machen. Also BGP oder intern, wenn man mehrere Rückknoten hat, halt OSPF. Ja, dann halt die Eckdaten. Wir haben uns halt einen Teil vom privaten Adressbereich für IPv4 zugewiesen. Für IPv6 verwenden wir einmal den Adressbereich, der halt auch für privat gedacht ist. Da ist die normale Herangehensweise, dass wir uns da einfach den Adressbereich auslöffeln. Teilweise kommen auch Leute mit ihren eigenen /48er-Netzen oder größer und announcen dann auch diese Routen. Wir haben inzwischen einen anderen Adress in einen anderen Nummernbereich für unsere AS-Nummern. Also AS-Nummern sind die Nummern, die Provider für ihre Systeme bekommen, wo dann die Providers, also jeder Provider bekommt eine Nummer, eine AS-Nummer, unter der er dann mehrere Netze announcen kann. Da haben wir inzwischen einen neuen Bereich, den wir da verwenden, und das tun wir dann auch. Ich meine, das war extra ein Bereich, der auch für private Zwecke vorgesehen ist. Ja, da wir BGP machen, sind wir dann auch mit anderen Netzen verbunden, in dem Freifunk, Chaos VPN, und einer hat uns jetzt sogar ans DFN, also deutsches Forschungsnetz, angebunden, sodass wir dann interne Webseiten sogar erreichen können. Ist ganz nett. Es gibt auch diverse andere Netze, Kongressnetzwerk zum Beispiel. Ja, dann haben wir also ein tolles Netz, wo wir Dinge mitmachen können. Also können wir auch interne Dienste anbieten. Wir haben ein eigenes DNS, wo ich selbst hoffe, dass sich keiner diese Zone dann auch mal selbst registriert draußen. Ja. Wir haben Anycast DNS, Anycast Tools. Im IEC las ich gestern sogar etwas über Anycast Wiki, internes Wiki halt, über Anycast. Ja. Die Hack-In-Server sind ein paar im DN42 erreichbar und E-Mail gibt es auch. Und daneben zahlreiche andere Dienste, ein paar Internetradios, Bridges für Tor. Ja, was DN42 ist, nicht ist, ist auf jeden Fall, wer sich darin bewegt, ist nicht anonym. Und es gibt auch meines Wissens keine Schnittstelle zum Internet. Also keine Schnittstelle, um vom DN42 wieder ins Internet rauszukommen. Ich meine, es gibt eine Möglichkeit andersrum, über jemand bietet einen DNS-Tunnel an, der auch funktioniert, aber es ist halt für interne Dinge gedacht. Ja, wer ins DN42 kommen möchte, der
braucht erstmal, der sollte sich erstmal eine ISO-Nummer in der Registrie registrieren. Da gibt es ein Webinterface sogar dafür. Der sucht sich dann auch irgendein freies IP-Netz aus und dann sucht er sich halt irgendjemanden aus, mit dem man erstmal peeren kann. Und ja, dazu wird ein VPN-Tunnel aufgebaut, BGP-Config dann erstellt. Wir haben einen IEC-Channel, wo sich eigentlich jederzeit jemand meldet, der einem da hilft. Und es läuft eigentlich ganz gut. Gut, wenn ihr bis dahin noch Fragen habt, dann zeige ich euch mal ein bisschen was. Und zwar hat hier jemand eine nette Karte gebaut, die irgendwie ständig aktualisiert wird aus den BGP-Informationen. Da sehen wir jetzt das ganze Netz mit den einzelnen ISO-Nummern und wir sehen dann da unten dann die Informationen aus der Registrie und welche Netze er announced. Das ist nur der IPv4-Adressbereich. Was ist denn der Grund, warum das alles Octocats sind? Das sind doch gerade Metablogos oder so aus. Ich glaube, das sieht nicht mehr so aus. Die Nodes, die Knoten. Die Knoten, ja gut, die haben halt mehrere Pairings. Nein, das Bildchen. Das sind alles Metablogos. Die Logos, das Bildchen. Ach so. Gut, kannst du da reinziehen? Nein, ja, tatsächlich. Okay, ist mir bisher noch nicht so aufgefallen. Hätte ja sein können. Ja, was man halt hier zum Schluss sieht, das ist so der Freifunkbereich, der Rest ist 1042. Da sieht man jetzt zum Beispiel hier, da ist NAT2, der zu beiden Verbindungen hat. Und ja. Es gibt einen Haufen, es gibt diverse Knoten, die halt besonders viele Peerings haben. Und ja. Es gibt da irgendwie so einen Wert drin zwischen ein paar Leuten, inklusive mir, wer die meisten Peerings hat, da stand ich teilweise schon an oberster Stelle. Gut, es gibt ein internes Wiki, das sieht erstmal so aus wie das externe, nur dass man halt diverse Seiten noch zusätzlich erreichen kann und man kann editieren. Ja, da stehen dann diverse Dinge drin, wie zum Beispiel interne Services. Oder die erreichbar sind. Es gibt, das hat hier jemand mal gebaut, es gibt einen Peerfinder, mit dem Leute gucken können, welche Knoten die geringste Latenz haben. Ist recht sinnvoll, wenn man halt möglichst latenzarme Verbindungen aufbauen möchte, dass halt bald den nächsten halt nimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Adresse hier eingebe, dann werden natürlich erstmal alle Rechner auftauchen, die erstmal nur auf die erstmal nur bei Hetzner rumstehen und dann halt der Rest. Jeder kann da mitmachen. Da gibt es ein Skript, was ich halt alle 12 Minuten Daten zieht und dann diese Pings halt durchführt. Gut, und dann gibt es halt noch ein Bilderboard und diverse andere Seiten, die man besuchen kann. Ja, man kann eine Menge darüber über Routing lernen, also wenn ich jetzt mal auf meinen Knoten gehe, dann ist das erste. Na, macht er? Macht er nicht. Jemand auf den anderen? Ja, macht er, okay. Ganz nett ist halt die Routing-Tabelle. Ja, so schnell, ich kann nicht mitschreiben. Ja, das sieht mal. Durch das BGP bekommt man halt Routen zu allen Netzen, die da drinstehen. Und man sagt mir, das Internet draußen, die haben halt noch wesentlich größere Tabellen. Also das ist ein guter Witz. Wir haben auch die Policy, dass es
Mindestgrößen für Netze gibt. Und was auch ganz gut ist, denn draußen geistern halt auch dann reine Hostrouten rum und das wollen wir nicht. Ja, das heißt, ihr lasst zum Beispiel ab nur /28 in Größe zu oder wie? So in der Richtung. Ja. In dem Fall bei den 42 maximal, ja, /28er. Ja, dann kann ich euch vielleicht noch die Routentabelle für PV6 zeigen. Die sieht dann, die ist noch etwas kleiner aktuell. In dem Fall, ich route aktuell nur Netze, die halt im privaten Adressbereich sind. Filter sind auf jeden Fall nützlich, wenn man die in seiner Routing-Software drin hat, denn ich habe dann mal auch schon diverse Default-Routen rumgeistern sehen von Leuten, die sie halt announced haben. Es ist dann gut, wenn man die mal drauf anspricht und ja. Gut. Dann müsst ihr doch eigentlich alle auch über FW80 erreichen, oder? Weil deine Routing-Tabelle sagt zumindest. Ah nein, okay, ja, ich habe das Zeit. Es ist in der Regel sind es nur Tunnel-Interfaces, also Point-to-Point. Da. So ein Broadcasting gibt es da nicht. Aber es gibt sicherlich Leute, die. Die 80 sind ja lokal adressen. Nee, das sind meine. Das sind die Netze, die ich auf den Interfaces habe, die Transfernetze. Ja. Da gibt es in Bird den dummen Bug, dass im Interface-Namen kein Punkt drin sein darf. Worüber ich dann letztens mal stark drüber gestolpert bin, denn bei so link-lokalen Adressen, da muss ich dann ihm halt noch den Interface-Namen mitgeben und das muss man wissen, dass Bird da Probleme hat. Ja. Aber was ist der große Vorteil von DN42? Der große Vorteil ist eigentlich, dass man Praxiserfahrung mit BGP hat, was bei meinem letzten Arbeitgeber irgendwie erstmal eine starke Überraschung ausgelöst hat. Weil sowas wenn man mit BGP zu tun hat, dann ist man halt bei einem Provider an der Stelle, wo nicht jeder hingelassen wird. Denn man kann dann mal so Dinge machen wie sich den Adressbereich von Nordkorea zuweisen, was ja in der Vergangenheit schon passiert ist. Oder ja, das sind dann halt Unfälle, die halt passieren. Andere Leute bezeichnen das nicht als Unfälle, sondern als Absichten. Ja, aber gerade wenn man seine Rechte oder Heimzweifel anbinden will. Da sollte man natürlich darauf achten, dass eben. Ich muss ja irgendwie von unterwegs oder von so erstmal ins DN42 kommen. Ja. Da gibt es einen gut eingebetenen DNS-Tunnel an. Ich habe halt bei mir nochmal einen kleinen Tunnel, der halt dann auf meinen Knoten drauf führt. Ja, aber es gibt bisher keinen öffentlichen DNS-Tunnel. Der DNS-Tunnel ist öffentlich. Also die Zugangsdaten stehen im Wiki, aber es ist jetzt nicht dafür gedacht, dass jemand, der keine Ahnung hat, von außen halt reinkommt. Ja, mir ging es ja darum, dass die Alternative ist halt dünn DNS auf seine Rechner irgendwie daheim draufzupacken, wenn man auf seine Rechner heim will. Gut, kann man machen. Ob das mit DN42 mit einfahren geht? Dünn DNS macht bei mir zu Hause zum Beispiel keinen Sinn, weil Doppelnat. Aber bisher war ich. Dünn DNS macht irgendwie keinen Spaß. Meint ja auch eher so einen. Ich genau uns ja alle 5 Minuten die richtige IP-Adresse an meinen. In meinem Domain-Provider. Nicht richtig zu nutzen. Bei mir ist das. Ich brauch's nicht. Also. Okay.
Gut. Wer Interesse hat an Imperium, kann sich dann auch bei mir melden. Ja. Vielen Dank.